dass hier lohnt es sich tatsächlich mehr zu kommen. Und ich habe jetzt kenne Christian Lindner nun auch schon einige Zeit und ich muss sagen, die Fehler der letzten Monate wollen wir nicht anklagen, aber sie müssen ganz klar aufgearbeitet werden, um für die Zukunft daraus zu lernen. Wahlkampf der FDP in Halle. Auf dem Marktplatz finden noch immer Corona-Proteste statt. Während des Lockdowns waren sie lauter. Andreas Silbersack weiß das. Er hat sein Rechtsanwaltsbüro direkt über dem Platz. Doch das eigentliche Drama spielte sich in seinen eigenen vier Wänden ab. Das ist so richtig. Silbersack ist seit dem Sommer dieses Jahres FDP-Abgeordneter im Landtag von Sachsen-Anhalt. Er kennt sich aus mit hitzigen Debatten. Momentan sieht er aber vor allem das gesellschaftliche Miteinander in Gefahr. Die Diskussionskultur hat sich verändert. Sie ist radikaler geworden von allen Seiten. Und was mich traurig macht und was mich in Teilen auch bestürzt, ist die Form der Artikulation der Panik. Es ist nicht jeder psychisch stark, hält das aus. Während der Pandemie hat Silbersack die Spaltung in der eigenen Familie erlebt. Mein Name ist Silbersack. Ja, ich bin die Frau von Herrn Silbersack. Ich möchte mein normales Leben zurückhaben. Und ich glaube, das eint uns alle, die wir hier auf dem Platz stehen. Meine Frau hatte ja sich diesbezüglich auch geäußert und hatte eben auch die Auffassung vertreten, dass das, was jetzt hier mit der Gesellschaft gemacht wird, etwas ist, was so nicht in Ordnung ist und dass da möglicherweise mehr dahinter hängt. Das ist jetzt hier eine Situation und die hätte ich gedacht, ja, das habe ich nur aus den Büchern bisher gelesen. Also das heißt, ja, ich habe es aus der Nazi-Zeit, ich habe es selbst erlebt in der DDR-Zeit oder nach der DDR-Zeit und jetzt erlebe ich es hautnah an mir. Sein offener Umgang mit dem Thema beeindruckt mich. Ich treffe Herrn Silbersack zwischen zwei Koalitionssitzungen. Ist es für Ihre Frau nicht eigentlich so, dass sie mit dem Feind im Bett liegt? Weil sie will ja, das große Ziel ist ja, unsere Regierung hat versagt. Sie müssen alle in den Knast. Die Politik ist unfähig. Als FDP-Politiker sind Sie ja Vertreter dieser Politik, dieser Bundesdeutschen. Ja, es ist natürlich anstrengend, ja, wenn man sowieso sehr viel diskutiert, man immer schon eine Meinung hatte, beiderseits. Und dann die Konflikte auch in der Diskussion zunehmen, dann ist das etwas, was natürlich auch für eine Beziehung, für eine Ehe belastend ist. Vielen anderen Menschen erging es ähnlich. Verzweifelte Angehörige von Verschwörungsgläubigen wenden sich an die Beratungsstelle von Tobias Meilicke. Wir haben Menschen teilweise am Telefon, die in Tränen ausbrechen, die also wirklich sagen, ich kann emotional nicht mehr. Ich habe mir teilweise auch therapeutische Hilfe schon gesucht, aber auch mein Therapeut kann mir da irgendwie nicht weiterhelfen, weil er gar nicht versteht, um was es eigentlich geht. Wir hören, dass dieses Thema Verschwörungserzählung wirklich den kompletten Alltag dieser Familien bestimmt. Also es gibt eigentlich kein anderes Familienleben mehr. Und diese Menschen erkennen teilweise wirklich ihren Partner nicht mehr wieder. Wenn meine Frau sich dahingestellt hat auf den Hallischen Markt und dort eine Rede gehalten hat als Medizinerin, dann war das für mich natürlich ein absolutes No-Go. Ich habe das nicht verstanden, weil sie es ja früher auch nicht, sie wäre nicht ansatzweise auf die Idee gekommen, sich auf den Hallischen Marktplatz zu stellen und dort eine Rede zu halten. Ja. Und sie schadet sich selbst, ihrer Familie, mir in meinen Themen, die ich mache. Hallo, guten Tag. Ich möchte immer bei den einfachen Wahrheiten bleiben. Und wenn die schon nicht stimmen, so mit meinem, was ich so vom Bauchgefühl habe, dann kann da irgendwas nicht stimmen und dann grabe ich halt nach. Vielleicht gucken Sie mal die alternativen Medien, KenFM, der wird ja auch verrufen. Das hat ja auch was mit Raubbau zu tun an der eigenen Gesundheit. Wenn Sie sich da 10, 12 Stunden am Tag mit sozialen Medien da auseinandersetzt und das in den Vordergrund Ihres Handelns steckt, dann ist es natürlich eine Diskussion so, dass man dann sagt, naja, was machst du denn hier? Was soll's? Was soll das Ergebnis sein? Sie war übermüdet, sie konnte einfach kaum noch schlafen. Das waren wirklich auch furchtbare Nächte und Tage. Hat sie dann zu Ihnen gesagt, ich brauche Hilfe, hilf mir? Oder haben Sie gesagt, wir müssen jetzt was machen? Wir müssen jetzt was machen, ja. Dann habe ich auch gesagt, ich will und kann das nicht mehr und wir müssen jetzt schauen, dass das eben auch medizinisch betreut wird. Verschwörungserzählungen sind ein Ausweg aus Konflikten, aus inneren Leid,
aus Krisenmomenten für Menschen. Das heißt, es geht um soziale Bedürfnisse. Und wenn ich das weiß, kann ich mich natürlich damit auseinandersetzen, was braucht die Person eigentlich, die gerade an Verschwörungen glaubt jetzt. Und wenn ich da Empathie entwickle für das Gefühl, was diese Person gerade hat, Angst, Unsicherheit, kann ich auch mit ihr ins Gespräch kommen darüber, wie sie vielleicht das soziale Bedürfnis von Kontrolle, aber auch von Selbstwert woanders erleben kann. Wie erzählt Ihnen Ihre Frau, wie sie sich selbst sieht, nachdem sie dort drin war? Sie spricht da nicht gern drüber. Aha, also fast wirklich wie ein Trauma eigentlich. Wie ein Trauma. Also das ist jetzt nicht so, dass sie da jetzt offenherzig über die Wochen und Monate spricht. Das ist ja natürlich auch eine persönliche Pein. Verschwörungsglauben wieder abzulegen ist eine persönliche Herausforderung. Wer das schafft, verdient Anerkennung. Spott und Scham sind unangebracht. Ich vermute, in den kommenden Monaten werden wir das als Gesellschaft lernen müssen. Geschichten wie die von Nadja aus Freiburg sind da womöglich kein Einzelfall. Nie hätte ich gedacht, dass ich so einen Fleck mal irgendwie auf meiner Seele tragen muss und der ist halt einfach da. Ja. Es war ursprünglich so, dass ich eigentlich am Anfang der Corona-Pandemie schon jemand war, der alles befürwortet hat. Ja, mir ging sogar vieles zu langsam. Ja, ich hätte gern viel schneller, viel härtere Maßnahmen gehabt. Dann gab es den ersten Lockdown und dann sind halt mit diesem Lockdown Probleme aufgetreten, die einfach nicht mehr diskutiert wurden. Ja. Also die Situation, dass Menschen in Pflegeheime isoliert waren, dass kein Besuch kommen durfte, das habe ich einfach nicht verstanden. Ja. Das fand ich auch falsch. Nadja arbeitet für soziale Einrichtungen. Sie will etwas tun und fühlt sich mit ihren Anliegen alleingelassen. Deshalb schließt sie sich Anfang des Jahres dem Freiburger Autokorso gegen Corona-Maßnahmen an. Jeden Dienstag fahren zwischenzeitlich bis zu 100 Pkw mit Polizeiaufgebot. Als sie selbst schon organisatorisch tätig ist, kommen ihr erste Zweifel. Da war ich eigentlich schon Mitglied vom Orga-Team, als mir mal bewusst geworden ist, über was für Dinge die da eigentlich spreche. Ja? Dass es denen irgendwie um eine komplette Systemunzufriedenheit geht, dass die einfach dieses System gar nicht mehr haben möchte, wie wir es haben. Wann kamen die Zweifel? Das entstand damals so, da war auch die Gegendemonstration vor Ort und die hatte Plakate mit dem Schriftzug Keine Stimme der AfD. Und auch das entspricht voll meiner Meinung. Ja. Das ist für mich eine rechte Partei und deshalb vertrete ich die gleiche Meinung. Und wir haben dieses Plakat genommen, ja, und haben es am Auto befestigt. Und daraufhin ist am nächsten Tag eine Riesendiskussion entstanden, die mich zum ersten Mal hat zweifeln lassen. Ja. Wo einfach Aussagen kamen, ja, also in denen ihre Augen wird nur Hetze gegen die AfD betrieben und die AfD sei eigentlich die einzig positive Partei. Und ich gedacht habe, Moment mal, also hm. Und das war tatsächlich mein Fehler, ja, dass ich dann mich habe bequatschen lassen und einfach dann nicht auf mein Bauchgefühl vertraut habe und auf meinen Verstand gesagt habe, Moment mal, wenn doch solche Menschen drin sind und die andere solche Menschen nicht ausschließe, dann kann doch was nicht stimmen. Nadja bleibt, aber setzt ein deutliches Zeichen. Bei der nächsten Fahrt distanziert sie sich von Nazis, Faschisten und Antisemiten. Die Botschaft kommt nicht überall gut an. Am Abend kam dann ein Anruf vom Anmelder, der uns sehr angegangen ist, ja. Von wegen, wir würden jetzt Unruhe stiften und man würde sich von gar nichts distanzieren und dass man sich explizit auch nicht von Nazis distanzieren will. Und wir haben uns dann nur noch angeschaut und es war dann ganz klar unser Ausstieg. Wie war dieser Tag, an dem du gesagt hast, ich steige aus? Oh je. Also nach diesem Telefonat. Also was ist da in dir vorgegangen? Eigentlich ein Stück weit ein völliger Zusammenbruch, ja. Weil, also du musst dir das so vorstellen, wenn man in dem Moment erkennt, dass man letztendlich eine rechte Gesinnung Macht gegeben hat, obwohl man da null dahinter steht und es auch niemals so eine Meinung vertreten hat und niemals so eine Meinung vertreten wird auch, dann haut einem das einfach um. Ja. Bei aller Scham und Reue, Nadja will, dass ihre Geschichte gehört wird. Das ist tatsächlich auch was ich erkannt habe. Ja, und vielleicht ist das einzig Positive, was ich daraus ziehen kann, weil ich genau weiß, wie versteckt Rechtsextremismus und rechtes Gedankengut sein kann.
die sind einfach versteckt hinter Mütter, hinter Omis, hinter dem nette, hilfsbereite Teilnehmer vom Kurs. So, ja, die sind einfach überall. Und ich glaube, das muss man den Menschen, glaube ich, tatsächlich zeigen und sagen. Schon, aber nicht jetzt. Startet hier der Autokorso? Startet hier der Autokorso? Ja. Sehr gut. Wer sind Sie? Wir sind von der Presse. Okay, tschüss. Sehr schön, Kollegen. Ja, ich kläre das nochmal kurz ab, vielleicht lasse ich es dann irgendwo. ProSieben wahrscheinlich. Ich mache auf. Aber, danke. Ich würde Sie dann, glaube ich, angeben. Kommt drauf an. Kritisch oder nicht? Das lass dich überraschen. Es handelt sich hier um genau den Autokorso, von dem Nadja sich distanziert hat. Danke. Das ist schon eine sehr befremdliche Eigenwahrnehmung, dass wenn die erste Frage an die Presse ist, ob wir kritisch oder nicht berichten. Und was glaubt er? Hallo ProSieben. Ich weiß ja nicht, ob ich euch willkommen heißen soll oder nicht. Das sehen wir dann, wie ihr berichtet. Also das läuft, okay. Das ist nur ein Auftakt zu dem, was uns als Presse hier noch erwarten wird. Heute sammeln sich auf dem Parkplatz ein paar Dutzend Wagen. Und auch die Teilnehmer sind Misstrauen und Protest gewohnt. In der Vergangenheit wurden Strecken blockiert, Eier geschmissen, es kam zu Handgreiflichkeiten und Anfeindungen von beiden Seiten. Sebastian Müller beobachtet die Gruppe seit dem Frühjahr 2020 und organisierte auch Gegendemos. Gerade in diesem Autokorso ist ja auch einer der großen Vorwürfe, dass an diesem zum Beispiel sich Rechtsextreme aus Freiburg beteiligen. Also es sind Menschen, die rechtsextrem auftreten, die da nicht nur dabei sind. Und es ist nicht nur einer oder zwei, sondern es sind ein substanzieller Teil. Und sie übernehmen auch Organisationsaufgaben. Der ehemalige Stadtrat erzählt mir, dass mehrfach Teilnehmende aus dem Umfeld des Autokorsos versuchten, ihn einzuschüchtern. Zum Beispiel durch Briefe, die an seinen Arbeitgeber adressiert waren. Sie haben teilweise auch scheinbar sich über meine Wohnsituation oder über meine Familie erkundigt. Es gab auch mal so Drohungen, dass man über mich verbreiten würde, ich sei pädophil. Das ist aber allerdings, das ist jetzt nicht ohne, solche Bedrohungsszenarien zu bauen. Ich finde, man sollte das auch nicht immer so überbetonen, weil zum einen hat es ein gewisses Maß an Mimimi, zum anderen, glaube ich, hält es auch andere Leute ab, sich dann auch einzusetzen. Vor Ort beobachte ich, wie sich zwei der Teilnehmenden immer wieder nah vor einen anwesenden Fotografen stellen, anscheinend, um ihn daran zu hindern, Bilder zu machen. Ja. Kann ich kurz euch fragen, was ihr macht? Also was ihr, weil es sieht lustig aus von Weitem. Also was... Aber es ist ja schon Demokratie, die ihr hier gerade live erlebt. Dass Presse berichtet, was ihr macht. Das ist ja das, was ihr fordert, Demokratie. Wir wollen euch aber hier nicht. Aber das ist doch eine Veranstaltung, eine angemeldete Veranstaltung. Ich nehme Bilder auf und verstellt sie. Ausgesagt, dass sie selber nichts gesehen haben. Was jetzt folgt, ist sehr unangenehm. Das ist jetzt so ein Film-Show-Off. Gut. Ich versuche halt meine Arbeit zu machen. Ja. Ich bin wirklich Journalist. Ihr seht ja, was für eine Stimmung hier herrscht. Also da steht auch, Grundrechte sind nicht verhandelbar. Nick K., der gerade auch hier war, hat gerade auch meine Arbeit behindert. Und das zeigt halt einfach, dass halt Pressearbeit eigentlich nicht erwünscht ist. Ja, also wir wurden auch von dem Herrn, der dort uns filmt, also wir seien nicht, sind nicht erwünscht. Ja. Also wir haben das mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Ja. Warum machen Sie diese Arbeit? Das ist eigentlich die große Frage. Ich finde es sinnvoll, auf die Verbindung von Rechtsextremen, von Antisemitinnen
und der verschwörungsideologischen Szene hinzuweisen, dass hier Rechtsextreme anwesend sind. Wo sind die? Wie der Anmelder Roman S., der hier die Versammlung anmeldet. Ja. Das ist rechtsradikal. Wir führen hier gerade ein Gespräch. Also, ja, aber ich würde nur wissen wollen, ist der rechtsradikal? Nee, wir führen hier gerade ein Gespräch. Woher und so wissen Sie, dass der rechtsradikal ist? Die Schule, die Erziehung sagt eigentlich, man stört Gespräche nicht bis man dran ist. Wo steht denn das geschrieben, dass der rechtsradikal ist? Stören Sie mal ganz kurz hier die Arbeit. Aufstellen, dass der rechts ist und die Versammlung hier anmeldet, dann. Stören Sie mal ganz kurz diese Arbeit. Das ist einfach nur eine These. Ohne Beleg. Was hier gerade geschieht, ist pure Einschüchterung. Und das ständige Mitfilmen und Abfotografieren von Pressevertretern kenne ich bereits von Veranstaltungen der rechtsextremen Szene. Man kann aufhören zu zittern. Wenn man Lügen sagt, dann hat man bestimmt ein komisches Gefühl irgendwie. Sonst würde man ja befreit reden können, hätte man keine Ängste, innerliche Ängste, nicht aufgeregt oder irgendwas. Können Sie das bitte kurz einfach unterlassen? Wir können gleich gerne miteinander sprechen, aber ist eine Körpersprache. Sie können es auch gerne filmen, aber bitte halten Sie sich mal aus dem Gespräch raus, ganz kurz. Wir unterhalten uns hier. Mhm. Danke. Das ist recht schwer für die, weil, wie gesagt, mit Kritik können Sie nicht so wirklich umgehen. Können wir schon. und ja, dementsprechend werden die jetzt weiterhin meine Arbeit stören und das bin ich auch gewohnt. Also wie gesagt, nach den eineinhalb Jahren. Sie waren hier noch nie auf dem Platz und haben Bilder gemacht. Am Ende muss die Polizei dafür sorgen, dass wir unsere Pressearbeit durchführen können. Wie erklärt sich die Polizei das eigentlich, auf einer Demonstration zu sein oder auf einem Korso hier, der demokratische Grundrechte fordert, aber eigentlich knallhart sagt, Journalisten dürfen uns nicht drehen, die sollen aufhören, irgendwas zu erzählen, also damit dieser Demokratie ja auch widerspricht? Wie erklärt man sich das? Macht man das als Polizist Gedanken über oder ist das so? Sollen die doch sagen. Wenn die jetzt ein Problem haben mit der Presse, weil sie sagen, sie werden nicht richtig dargestellt, okay, das ist denen ihre Meinung. Ich sage, wir haben eine gute Presselandschaft hier, die objektiv berichtet. Und das müssen die dann quasi auch aushalten. 69 tätliche Angriffe auf Journalisten verzeichnet das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit im Jahr 2020 in Deutschland. So viele wie nie zuvor. 71% davon fanden bei pandemiebezogenen Demonstrationen statt. Es geht los! Gute Fahrt! Viel Spaß! Wuhu! Berlin! Freiheit! Die Erlebnisse hier bestärken mein Gefühl, differenziert auf diese Bewegung hinzuweisen. Natürlich ist es berechtigt, Maßnahmen zu kritisieren. Aber die Presse zu bedrohen und ihre Arbeit einzuschränken oder die Verletzung von Grundrechten Dritter billigend in Kauf zu nehmen, gefährdet unsere Demokratie. Auch Querdenkende müssen sich der Kritik stellen und sich für die Blindheit auf dem rechten Verschwörerauge erklären. Ich würde davor warnen, jemanden, der einfach sagt, bestimmte Maßnahmen finde ich nicht in Ordnung oder zu weitgehend oder es braucht mehr sozialen Ausgleich beispielsweise, den sofort in eine Verschwörungsecke zu stellen, sondern man sollte sich genau anschauen, was glaubt diese Person eigentlich und da auch eine Unterscheidung ziehen. Man muss aber klar machen, wenn du zu Querdenken-Demos gehst, dann machst du dich mit Verschwörungsideologen gemein und dann musst du dich auch dafür rechtfertigen, warum du beispielsweise nicht deine eigene Demo anmeldest, wo du das eben ganz klar trennst.